Wir stehen hier vor einem sogenannten Platanpavillon. Das ist ein lebendes Bauwerk. Die Idee ist die, wirklich pflanzliche Achsen, in dem Fall Platanen, so anzubringen und verwachsen zu lassen, dass die verschmelzen. Je nach Last, wenn da jetzt Windlast draufkommt, bewegt sich das natürlich. Dann verstärken sich diese Platanen an den hauptlasttragenden Stellen durch sekundäres Dickenwachstum, werden da dicker, machen also eine sogenannte lastadaptive Verstärkung. Man sieht, diese beiden Stämme wurden einfach mit einer Edelstahlschraube zusammengedrückt. Und dann verwachsen die, beginnen zu überwuchern und in 2-3 Jahren ist das Ganze überwuchert und eben stabilisiert. Und das ist natürlich aus mechanischen Gründen hochspannend. Was aber auch toll ist, im Sommer wird hier in die Mitte ein Plastiksegel eingespannt als Dach. Und wenn man dann reingeht, ist das Klima deutlich besser als draußen. Es ist zwischen 3 bis 4 Grad kühler an einem heißen Sommertag. Die Luftfeuchte drin ist höher, ist also deutlich angenehmer. Und was noch dazu kommt, die Blätter dieser Platanen filtern eine ganze Menge Feinstaub raus. Solche lebenden Bauwerke, die auch unter dem Begriff Baubotanik firmieren, sind natürlich für viele Einsatzbereiche als Carports, ja, oder als Lauben in Städten hochinteressant und können da auch wirklich zu einer Verbesserung vom Stadtklima führen.